Ein weiter schöner Tag. Herzlich willkommen auf dem Kanal der politischen Bildung, der objektiven Betrachtung der Parteien. Ja, ich arbeite mich ja so von Bekanntheitsgrad so von unten nach oben, also von der Wahlliste arbeite ich von unten nach oben hoch und bin jetzt beim LKR genannt, bei der Partei Liberal-Konservative Reformer. Und ich habe eben durch Zufall bei Google schon gesehen, das ist der Herr Lucke. Ne? Das ist AfD-Lucke. Das ist der, der die AfD als ursprünglich mal als europakritische Partei gegründet hat und die ihn dann selber rausgeschmissen hat, weil er ihnen nicht rechts genug war. Daraufhin hat er natürlich eine neue Partei gegründet. Dummerweise kann er kennen. Interessant fand ich eben, ich habe nach liberal-konservative Reformer-Partei und liberal-konservative Homepage gegoogelt und es gab keine, sondern da steht jetzt liberal-konservative Reformer, aber die Homepage ist bund.lkr.de. Ja, vielleicht war der Begriff liberal-konservative-reformer.de schon vergeben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich ein bisschen suchen. Das ist also nicht irgendeine Unterpartei vom Bund, Unterseite von Bund, sondern das ist tatsächlich eine die Homepage mit einer Drohne. Das ist mir sympathisch. So, 2 Grad ohne Staat, das klimapolitische Konzept der LKR. Wir sind überzeugt, nicht der Staat kann die Welt retten, sondern der Markt. Nur der Markt. Da ist was dran. Da ist viel dran. Also unsere Bundesregierung hat noch nie irgendwas gerettet. Safe. Steuern, Arbeit, Familie, Existenz. Das Steuer- und Sozialkonzept der LKR. Ich fange schon an zu stottern und Sputum ritt mir und spritzt mir geradezu zwischen den Beißerchen hervor, die auch schon größtenteils korrigiert sind. Die Leistungsträger unserer Gesellschaft werden geschröpft. Sie sind die Melkkühe der regierenden Parteien. Eine ausgeuferte Wohlstandsbürokratie und, hier steht und mit Ü, und ein teilweise parasitäres Netz von Nutznießern jenseits der eigentlichen Leistungsempfänger, interessant, verbrennen zusätzlich das Geld der Steuer- und Beitragszahler. Dagegen kann ich nichts sagen. Das ist... Stimmt. Die Leistungsträger der Gesellschaft werden geschröpft. Das ist immer so, die, die nichts haben, denen wird gegeben, aber die produzieren nichts Neues. Die, die produzieren, denen knöpft man es ab und deswegen sitzen die mittlerweile alle im Ausland. Ja, okay, Wahlprogramm. Rufe ich das auf? Ich versuche es gleich mal. Der dysfunktionale Staat, wie wir ihn heute erleiden, oh, das ist... böse formuliert, ist das Werk von 6 Parteien, die seit Jahrzehnten in wechselnder Konstellation in Bund und Ländern regieren. Wörtlich wird hier genannt CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke. Da sind sie absolut, bin ich absolut ihrer Meinung. Wir sind nicht nur der bürgerliche Gegenentwurf zu eindimensionalen grünen Ideologie, sondern auch zu der verbrauchten und inhaltsleeren Union und der irrlichternden FDP, die diesen Gegenentwurf vollkommen schuldig geblieben sind. Ich fange an, die zu mögen. Leider, ne, genauso wie es in der AfD passiert ist. Also wenn die Partei mehr Leute kriegt, dann werden auch da sich wieder die Ellenbogenleute durchsetzen, der Lucke fliegt raus und dann haben wir wieder eine rechte Partei oder sowas. Ansonsten, das klingt schon gut. Spot zur Partei. Frauenrechte im Islam. Zwischen Emanzipation und Tradition. Frauenrechte im Islam. Das ist eine Aufzeichnung der Live-Diskussion vom 13. irgendwas. Ja, ist kritisch, ne? Also wenn man das Wort Islam in den Mund nimmt, dann wird man gerne in die rechte Ecke gezogen. Ich muss aufpassen, ich habe heute dänische Tarnung an und eine Glatze. Das ist, da wird man also ganz schnell in irgendeine Ecke gelegt. Ja, hier wird einem der Arsch gezeigt. Nein, Rücken ist das. LKE, Hautnamen zum Thema EZB, Inflation, Euro, Corona, Wiederaufbaufonds. Das gucke ich mir jetzt nicht alles an. Das könnt ihr selber machen. Ich habe euch die Homepage ja eben verraten. So, Wahlprogramm. Ich rufe es mal ab und schau mal, ob das jetzt hier irgendwo angezeigt. 60 Seiten. Die gehe ich jetzt nicht alle durch. Willkommen, liebe Mitbürger, ich möchte bla bla bla. So, Inhaltsverzeichnis. Freiheit, Werte, Zukunft. Welche politischen Werte wir vertreten.
Freiheit, Werte, bla bla bla. Also, in der Krise hat der Staat versagt. Sich ähnlich. Versäumnisse von der Vergangenheit schonungslos offenbart. Das Gemeinwesen überreguliert, träge und schwerfällig. Stimmt. Die Vorsorge für Krisensituationen grob fahrlässig vernachlässigt wurde. Stimmt. Insbesondere die Digitalisierung weit hinter dem Stand anderer Länder hinterherhinkt. Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Bildungseinrichtungen und Bildungssysteme nicht zeitgemäß organisiert sind. Ich fürchte, es könnte stimmen. Ich bin da leider schon 30 Jahre, 40 Jahre aus dem Bildungssystem raus. Und die Dynamik unseres Landes massiv ausgebremst wurde. Ja, auch dazu kann ich nichts sagen. Ich gehöre nicht zum Großkapital und nicht zu den Schaffenden der Industrie. Zurück an die Weltspitze. Mittelmaß ist keine Option. Also, wenn ich das jetzt mal so. Drei Kriterien für Reformen. Es muss ein für alle nachvollziehbares und objektiv beschreibbares Problem vorliegen, das kollektives Handeln erforderlich macht. Das wäre was völlig Neues. Bis jetzt heißt das doch, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber wir tun schon mal was. Es muss mindestens ein Lösungsvorschlag vorliegen, der eine ausreichende Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass der Mensch nicht um Besitz einer einzigen absoluten Wahrheit ist. Daher muss die Umsetzung einer problemlosen und nach liberalen Grundsätzen erfolgen und somit so weit wie möglich Wettbewerb, Eigentum, Freiheit, Recht zur Eigenverantwortung gewährleisten. Dem Recht kommt eine herausragende Stellung zu, denn eine Diktatur der Mehrheit ist keine Demokratie. Nicht? Denn eine Diktatur der Mehrheit ist keine Demokratie. Diese respektiert wesensgemäß die Rechte auch von Minderheiten, so dass jeder Bürger seinen individuellen Lebensentwurf realisieren kann. Das LKR nimmt den Platz einer Bürgerrechtspartei ein. Nochmal ganz vorsichtig. Dem Recht kommt eine herausragende Stellung zu, denn eine Diktatur der Mehrheit ist keine Demokratie. Ich glaube, damit meinen Sie, in Europa zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber es ist nicht so lange her, da konnte, wen nehmen wir denn da? Lettland konnte ganz Europa lahmlegen, indem sie einfach irgendetwas nicht zugestimmt haben. Das ist Demokratie, so wie sie in Europa verstanden wurde. Mittlerweile ist das irgendwie geändert worden, aber ich bin da nicht auf dem Laufenden. Ich vermute, darauf spielen die an. Wenn man nämlich sagt, dass die Diktatur der Mehrheit keine Demokratie ist, ich glaube, genau das ist Demokratie. Demos, das Volk, Volksherrschaft. Das heißt, die Mehrheit diktiert. Das ist allerdings, wie ich immer wieder sage, das größte Problem der Demokratie. Die Dummen stellen die Mehrheit. Wenn die Mehrheit entscheidet, heißt es natürlich auch, dass die Dummen entscheiden. Ich weiß, das ist kritisch, was ich da äußere, aber es ist leider die Realität. Und wenn ihr euch die Politik anguckt, nur so lässt sich erklären, was dabei immer wieder rauskommt. Was hatten wir denn noch da mit Demokratie? Genau, ich persönlich wäre zum Beispiel ein Fan einer Diktatur oder einer Monarchie. Das ist noch besser, weil es da gibt so bunte Federn am Hut und sowas. Das Problem ist nur, wenn man den richtigen Monarchen oder Herrscher, was auch immer da oben hat, super, super kurze Entscheidungswege, alles läuft. Das Problem ist nur, in aller Regel hat man nicht den richtigen da oben. Ich halte die Demokratie nicht für perfekt, ich halte sie für das kleinste Übel. Ich wüsste nicht, was man anstelle einer Demokratie machen könnte, so dass es langfristig funktioniert. Obwohl, wenn ich mich so umgucke, funktioniert das bei uns? Naja. Und Demokratie, also wenn ich sehe, wie irgendwie eine alten Frau, die an irgendeiner Schotterstraße wohnt, die da seit 80 Jahren in dem Haus lebt, dann die Gemeinde plötzlich irgendwie 50.000 Euro Kosten für eine Erschließung, also Kanallegen und sowas, berechnet, die sie nie verlangt hat, dann frage ich mich auch, ist das Demokratie? Also, nee, ne? Ja, also das ist der Herr Lucke, also das ist Lucke und Co. Die sind, wer ist das überhaupt? Ist das Herr Lucke? Jost, Jonst, Jürgen, Jo, Jonst, Just, kann ich nicht lesen. Ist vielleicht Absicht, wer weiß. Gut, ja, was soll ich davon halten? Die Ideen sind gut, die
Umsetzung halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das hat schon in der AfD nicht geklappt. Und es ist hier natürlich alles eingedampft, ne? Also manche dieser Ideen sind im Prinzip richtig, aber verlangen noch ein bisschen Feingefühl. Allein diese Äußerung, dass die Diktatur der Mehrheit keine Demokratie sei, das muss schon ein bisschen näher erläutert werden, glaube ich. Aber ich glaube, wir brauchen uns nicht wirklich Sorgen zu machen, weil ich weiß nicht, wie viel Prozent die kriegen. Es wird nicht gefährlich sein. So, ja. Ich bin ein bisschen ratlos. Ich kann die auch nicht so richtig einsortieren. So eine Art radikale FDP. Ich bin auch ein Schelm, Junge, Junge. Also, dann danke ich wieder mal, dass ihr in den Kanal, den politischen Bildungskanal hineingeschaltet habt. Bei dem Mann, der seine Kamera selber ausschalten muss.